Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Deathloop. Heute geht es weiter. Wir haben letztes Mal hier uns in Karls Buch so ein paar Sachen angeschaut. Mir fällt jetzt zum ersten Mal auf, dass wenn ich hier drüber hover, man das so richtig gut sieht, wo auf der Insel im Vergleich zu den anderen Locations die einzelnen Teile hier sind. Interesting. Wir gehen heute nach Abdam, weil wir wollen... Hat das untergeschriebene Courage eingerichtet? Genau, diese Mischung, diese Laser- und Sprungmission. Außerdem werden wir noch schauen, Höhle unter Alexis Anwesen, ja gut. Kiste unter dem Dorsey-Square. Ah ja, genau, das ist eh das. Das mit dem Atemluft versorgt, genau, das werden wir probieren, ob wir das hinkriegen. Und ja, sonst eigentlich nichts, das würde ich sagen, werden wir heute uns anschauen. Wir müssen auf jeden Fall das mit dem Pakt des Rauchs noch machen. Ich glaube, was wir dafür tun müssen, ist, wir müssen in der Früh nach Abdam diesen Kasten umschalten und am Mittag oder Nachmittag dann nach Karlsbuch, wo wir den einen Zettel gefunden haben. Das macht nichts, lass den Loop nie brechen. Das werden wir ja sehen. Ich bin besser, schneller, erinnere mich an alles, kenne deine Tricks. Aber ich lerne immer wieder dazu. Unmöglich. Was? Unmöglich? Soll das beleidigend gemeint sein? Sie lieben Überraschungen. Sicher. Genau dasselbe ist, glaube ich, letztes Mal auch passiert. Okay, muss mal ganz kurz hier... Das ist jetzt schlecht. Das ist ziemlich geschissen, was gerade passiert ist. Hä, wie ist gerade hier alles explodiert? Hallo! Du! Hab den Verräter im Blick! Okay. Also nichts von wegen. Sei mal kurz das Hacker Magic ausrüsten. Hallo! Abdam! Schnappt euch die Knarren und knallt ihn ab! Oh, hallo! Holy fuck! Verschaffe das Kolb mit etwas Süßem einen taktischen Vorteil. Was zur Hölle? Dran.
Okay, bin ich gerade echt nicht cool. Vor allen Dingen, dass hier, glaube ich, gerade nichts zum Heilen ist. Moment. Hallo. Ah, fuck you. Mal einmal ganz kurz den Move auf die andere Seite. Es. So, jetzt aber. Oh shit. Jetzt das Ganze nochmal und zwar in besserer Art und Weise. Oh, hä? Das reicht nicht. Was? Jetzt muss ich von der anderen Seite kommen. Und ich glaube, die Typen müssen noch leben, damit das funktioniert. Weil wir müssen irgendwie deren Luftzufuhr sabotieren. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das eher funktioniert, wenn die halt leben, als wenn die tot sind. Weil wenn die tot sind, brauchen die halt keine Luft mehr. Der ist einer in der Kanone.
Jericho anbringen. Okay, was soll jetzt passieren nochmal? Hinter der Kulisse mit Atemluft versorgt. Let's see. Das war definitiv spannend. Sind jetzt einfach alle verreckt? Sind jetzt wirklich einfach alle verreckt? Fuck you. Hallo? Ich hatte gar keine Musik. Oh, hier unten ist ein Geschütz. So, sollten wir da unten jetzt jemanden auf den Sack gehen wollen. Ich wollte gerade sagen, ist der jetzt da runtergefallen und verreckt, oder was? Ah. Ah, oh, die Luftzufuhr ist dadurch bei denen jetzt weg gewesen. Perfektes Oh, ich glaube, das ist eins von den ganz krassen Teilen. Das Orange sind, davon hatten wir noch keines. Okay, das ist schon geil. Ich glaube, das war jetzt ein voller Erfolg, oder? Würde ich jetzt zumindest erstmal so betrachten, oder? Okay, die zwei Dinger halt. Ansonsten, komm, lass mich auch das kurz noch mitnehmen. Okay, ich kann das auch nicht mehr drehen. Nö, Luftzufuhr. Ja, ich schätze mal, das wird schon das gewesen sein. Weil sonst gibt es jetzt hier nicht noch irgendwo Luftzufuhr. Moment. Finde ich nice. Okay, na dann. Das waren die. Ja, so viel Residuum brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Wobei, wir haben gerade ja mal ein bisschen mehr als 8000, wenn da geiler Shit dabei ist und so. Es ist jetzt Nachmittag. Wir schauen nochmal ganz kurz hier bei dem Pack des Rauchs-Dudes da vorbei. Ja genau, hier sind dann die Masken, die Stuff rausströmen. Das heißt... Ja, wir müssen quasi... Ja, okay. Ne, dann ist das eh genau das, was ich wollte und tun möchte. Wir könnten theoretisch nochmal hier diese Falle uns anschauen, aber warum sollten wir das tun? Weiß ich nicht. Was wir eher machen könnten ist... Da unten ist die Mine nicht, oder? Nee. Und das hier... können wir jetzt einfach...
Immer Auto vervollständigen. Und Residuum absorbieren. Ja, ich glaube, es waren 8000 oder was? 5000, okay. Ich sag mal ja. Einmal an die DB meintig. War das schon vorher? Oder erst, wo ich jetzt zum zweiten Mal hier bin? Und dieses Minenpiepsen ist echt. Da kommt einem so richtig die Gänsehaut. Das ist genau das ist, was man eigentlich nicht hören will. Ist hier drin eigentlich irgendwas Geiles noch? Na. Gut zum Aufladen vom Helps, diese Dinge. Aber sonst... ja. Wollte gerade sagen, so. Kann ich den... Genau das wollte ich nicht. Das, ja. Egal. Suchen. Und das war's schon wieder. Nehmen deren Siegel hauptsächlich nicht, dass wir dann wirklich zu wenig haben. Nicht, dass wir dann zu wenig haben und... ja, das wäre auch blöd. So! Courage! So, na dann... wird's Zeit, wirklich jetzt hier Vollgas zu geben. Fick dich! Ah! Bin hier schon am Sack. So. So, schnell weiter. Da muss ich dich einsammeln. Oh shit, das wird zeitlich echt nicht gut. Nein! Yes, okay, Double. Im Gegensatz zum Rest von Black Reef kann Zeit in diesem Spiel durchaus ablaufen. Und du hast nur noch 30 Sekunden. Yes. Come on, gib mir den Scheiß. Nicht, aber ich klatsche. Wunderbar. Ich das wird sich nicht ausgehen. Das ist echt kacke.
Ich hab's gerade ums Verrecken nicht geschafft. Courage erreicht. Leider hast du dir unterwegs verdammt viel Zeit gelassen. Alter! Also, kein guter Preis für dich. Mal sehen, sich nein! Ach, du bist ein Hurenkind, Charlie. So ein Dreckskind. Du bist gut. Colt in Meister Charlie Spiel. Melde Fehler mit Schweregrad A. Ja, ja, ja. Dammit, wir haben es schon wieder nicht geschafft. Boah. Was ist? Ja, was? Damn it! Okay, man, haben wir das richtig geile Scheißteil von da oben bekommen. Verdammt! Moment, falsch. Hier ist der Ausgang. So, ja. Wir haben nicht ganz das geschafft, was wir hingekriegt haben, aber ich habe, glaube ich, einen besseren Einblick darin, wie ich die Spiele in den zweiten und dritten Etagen ziemlich schnell mache. Also von daher, und wir haben das eine ultra geile Siegel bekommen, also das finde ich schon nicht schlecht. Das schauen wir uns direkt mal an. Sonst war persönliches Siegel. Du erleidest und verursachst minimalen Schaden und Kugeln, die dich treffen, landen in deinem Magazin. Du erleidest und verursachst minimalen Schaden. Kugeln, die dich treffen, landen in deinem Magazin. Also ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist echt nicht so geil. Das ist echt geschissen, um nichts zu sagen, okay. Das Einzige, was ich halt von den ganzen Sachen noch wirklich wollen würde, wäre, du kannst größer als noch größere Entfernung hacken. Das als richtig krasses Siegel. Ansonsten halt natürlich noch Teleport, ja. Nexus fehlt uns. Ne, Nexus fehlt uns noch eine Nexus-Verbesserung. Lass mich das mal ganz kurz anschauen. Visionärhinweise. Ne, nicht hier. Arsenalhinweise. Hier. Äther vollständig. Teleport vollständig. Nexus vollständig. Ja, keine Sibra jetzt nicht so dringend. Verwüstung auch nicht. Da, die Sachen haben wir auch schon alle vollständig. Ja, ich glaube, wir sind echt schon auf einem sehr guten Weg. Wir müssen am Morgen in den Komplex, um das hier zu ändern. Und wollen aber auch nach Abdam, um den Pakt des Rauchs zu ändern. Dammit. Wir haben morgens, glaube ich... Ich glaube, jetzt ist langsam, glaube ich, sogar die Zeit gekommen. Ich habe gedacht, dass das irgendwann mal passieren wird, dass wir relativ schnell die ganzen Sachen hintereinander mal machen sollen. Waren wir eigentlich jemals am Abend in Karlsbucht? In Abdam waren wir safe. Im Komplex weiß ich nicht mehr. Wobei doch, das allererste Mal, wo wir Igor getötet haben, war es am Abend im Komplex, wo ich das noch nicht gecheckt habe mit der Party, dass wir dorthin locken können. Das heißt, in Karlsbucht waren wir noch nie. Wenn der Jahrmarkt ausgegummelt hat und die Sonne sich verzieht, fällt die verfaulte Fassade von Karlsbucht ab. Wie gesagt, ich glaube, das hatten wir noch nicht.
Vanya nimmt sich gegen Mittag in Abdam an einem kleinen Wettbewerb teil und raucht sich dabei womöglich zu Tode. Wenn ich eingreife, überlebt vielleicht jemand anders, das ist gut. Und Anatoli nimmt gegen Mittag in Abdam auch an einem Wettbewerb teil, das ist genau dasselbe. Automaten mit Gegenständen teilen, genau das Howler Quinn. Ein unheimlicher Automat, ja, das schauen wir uns alles an. Ja gut, das ist nicht so krass wichtig. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir waren hier am Abend noch nie und dadurch, dass die Folge noch ein bisschen geht, dafür kommen halt nur 2 bis 3 Deathloop-Folgen pro Woche, aber dafür sind die halt immer schon 1 Stunde lang. Also finde ich jetzt auch nicht so ein richtig Bad Tausch, egal. Bad Touch, egal. Gut. Hey. Bist du sicher, dass alle... Vergessen? Yep, alle vergessen. Außer mir. Und manchmal dir. Eine Dämmeramnesie. Warum? Vergisst du etwa Dinge? Wer bist du? Was mache ich hier? Naja, hoffentlich nicht. Denn sonst muss ich dich mal kräftig in die Mangel nehmen. Nur so kriegst du wieder einen klaren Kopf. Warum ich? Oh, nice. Explosiver Preis. Nice, ich dachte, wir hätten schon alles. Okay. Explosiver Preis. Karlsbruch-Spiel von Charlie Montagu hat 2 Arten von Geschenken. Die guten und die, die in die Luft fliegen. Okay. Hä? Und das ist nochmal genau dasselbe. Vanya Anatoli. Die Hierva, Harlequin. Wo ist das andere Teil? Wie ist denn das? Ich will mir jetzt ehrlich gesagt mal hier die beiden Dinger anschauen für den Pakt des Rauchs. Kann ich das für den nächsten Tag eigentlich? Kannst jetzt keine Bestellung aufgeben, komm morgen. Kann man nur eine am Tag machen oder kann man eventuell... Das weiß ich nicht. Ob man vielleicht nur eine am Tag machen kann oder ob man vielleicht einfach am Abend gar keine machen kann, was auch sinnvoll wäre. Jemanden gesehen. Geh ich wohl mal gucken. Scheiße, passiert eben mal. Holy shit, das war sehr gut. Nice. Hier flogen wir gerade echt gut durch. Wehe, kommt jetzt eine Mine und killt mich. Ich hätte nichts sagen sollen wahrscheinlich. Oh, holy shit, da unten sind es einige. Ja, damit. Warum so oft diese Turnschuhe mit Residuum getränkt sind? Vanyas Restaurant. Ah, oh, Moment. Nein, hier hoch. Okay. Ah!
Was? Hallo? Bist du kaputt? Was bist du? Nee, du bist gar kein so ein Ding. Teilenschloss? Okay, das... Ah, da... Hä, aber das powert das. Oh. Mein, kann ich jetzt deinen Code eingeben? Okay. Ich wette, ich muss irgendwie... Muss ich mich genau hier bei dem Strahlenpunkt stellen? Nee, das leuchtet nicht auf einmal. Okay. Bin verwirrt, was ich tun muss. Oh. Lebendes Déjà-vu. Gestern war der erste Tag, nur war vorgestern auch schon der erste Tag. Jeder Tag ist der erste Tag und jeden Tag schreibe ich diese Zeilen oder was ähnliches. Ich fühle mich, als ob, ach, keine Ahnung, als ob ich einen Flur hinabblicken würde, aber der Flur ist ein Tunnel und der Tunnel ist ein Schacht, der mit Spiegeln verkleidet ist. What? Also ruft erweitert... Was erweitere deinen Geist, aber meiner ist kurz davor, wie ein angeschwollener Luftballon zu zerplatzen. Ich glaube, ich bin nicht allein. Ich glaube, dass es andere wie mich gibt, jemand, der sich erinnert, jemand, der es ebenfalls versucht. Für heute Abend bin ich weg Richtung Morgen. Finde meinen Code, wenn du gewillt bist und folge. Pick. Was? Pick erinnert sich an alles, bringt sich aber jeden Tag um. Pick hinterlässt mir am Abend einen Code, mit dem ich den Selbstmord in einem späteren Loop verhindern kann. Okay. Was ist am Abend? Noch jemand weiß, dass das nicht der erste Tag ist. Aber hier ist kein Code. Interesting. Das heißt, es gibt... Es gibt noch jemanden, der sich erinnert. Oh. Okay, das ist ein beschissener Ausgang. Okay, und ich glaube hier... Genau, weil hier ist ja das Restaurant. Das heißt, das ist dann... natürlich wahrscheinlich nur zugänglich, sobald ich eben... Ah. Irgendwas von vergessen steht da. Wie komme ich da rein? Anis Restaurant. Hier ist dann irgendwo hier Anatoli. Anatolis Wohnung. Moment, wir werden hier mal ganz kurz ein bisschen aufräumen. Was? Ich wollte gerade sagen. Was ist mit der los? Warum ist sie nicht vernünftig gestorben? Oh, die hat ein goldenes Siegel dabei. Hä? Alter, wir finden zuerst wie viel? 20 Folgen? Nichts. Und jetzt finden wir 2 innerhalb von 10 Minuten? What the fuck einfach nur? 8 Kugeln, 8 leere Köpfe. Ich verstehe. Ach so, 8 Kugeln.
Kugeln, 8 leere Köpfe. Das sind die Visionäre, ich denke mal schon. Warum ist das jetzt hier auch? Moment. Hä? Diese Tür ist blockiert. Schätze aus dem Eis. Das scheint gut zu funktionieren. So, Anatolis Wohnung. Ist auch zu. Das kann ich safe nur machen, wenn ich das mit dem Pakt des Rauchs entsprechend richtig gemacht habe. Was ich nicht gemacht habe in diesem Loop. Dammit, okay. Gut, dann schauen wir zu dem Harlequin. Und zu dem anderen Ding. Das reimt sich. So. Oh, das Teil ist jetzt offen. Koituszentrum? Was zur Hölle? Eon Koituszentrum. All das gehört uns. Moment, ich will... Das heißt wirklich so, oder? Das heißt wirklich Eon Coitus Zentrum. What the fuck, einfach nur. Okay. Man sieht sich, what? Komm ich hier durch irgendwo? Ne. Dammit. Gut, dann gehe ich nochmal den anderen Weg. Und zwar hier. Da ist auch so ein Teil. Moment, aber wie erkenne ich welches... Hopp. Wie erkenne ich, was cool und was nicht cool ist? Ich wette, ich muss dafür irgendwie so zu Mittag in Charlie in Abdam so irgendeinen Plan finden, den ich noch nicht gefunden habe, weil ich einfach blind bin. Und dann kann ich das machen. Introspektor. Ja, genau, das ist das mit diesen komischen... gruseligen Augen überall. Sie lügt. Wie ich den Code bekomme, weiß ich auch noch nicht. Wahrscheinlich bekomme ich den, wenn ich hier das richtig gemacht habe. Kann ich das am Abend nicht verwenden? Und das müsste ja dann hier bei der Entdeckung entstehen.
Lieferant Automat. Ne, den kann ich außer zum Mittag immer verwenden. Aber ich kann ihn jetzt nicht verwenden. Verwaschen. Kann ihn nicht verwenden. Es macht nur die Kackmusik. Okay, verstehe nicht ganz, warum ich das nicht verwenden kann. Egal. Wir schauen mal ganz kurz hier oben. Riesenklo. Das Teil ist jetzt offen. Das große. Komme ich jetzt auch dorthin, wo der Feldnullifizierer immer ist? Schüsse über das Wasser. Oh. Ein paar Nägel wären cool, aber habe ich gerade nicht. Mach mich voll, Charlie. Warum funktioniert das Kackteil jetzt nicht? Fuck you. Okay, hoffentlich funktioniert das hier. Ach so, scheiße. Dafür brauche ich eine Batterie. Ja, aber es ist... Ja, stimmt. Man musste hier die Batterie hingeben. Und nach Abdarm... Okay, das heißt, wir müssen in der Früh für am Nachmittag hier eine Ding bestellen. Eine Kurbel. Eine Batterie, eben keine Kurbel. Die Kurbel ist ein Abdarm. Oh, hallo. Oh, shit. Wald der Wehklage. Ganz schön wankelmutig, die Abschleicher gewinnen. Was zur Hölle? Der Hauptpreis geht an den Spieler, der jedes Geschenk öffnet und den Wald der Wehklage abschließt. Und reden die hier oder reden die wieder woanders? Okay. Bin verwirrt. Da irgendwo ist der Feldnullifizierer. Thank your... seek your fortune. Oh. Ja, das ist die Karte und diverse Orte. Moment. Das zeigt mir wahrscheinlich an, welche von diesen Teilen dann gut sind und welche nicht. Wo ist das jetzt hier? Nein. Pick hinterlässt mir am Abend einen Code. Come inside, they are dying to meet you. Hahaha. Tür ist blockiert. Okay, wahrscheinlich muss ich dafür erst das machen. Okay, hier ist sonst nichts. Ich habe gerade gelesen, ruin your life. Dabei steht run for your life. Okay, wenn das wirklich so ist. Wir können ja mal überprüfen. Also das ist direkt vor dem mit den kackvielen Augen. Und das ist in dem Innenhof und das ist vor dem anderen.
die beiden Leuchten durchgehen und die blinken. Okay. Weil der im Innenhof blinkt und die auf der Hauptstraße, die blinken nicht, sondern machen einfach durchleuchten. So, das ist explodiert. Und das ist vor dem. Das. Ah, und das ist auch explodiert. Ja, das heißt, das im Innenhof muss ein gutes sein. Willst du mich verarschen? Kann es sein, dass das nichts zu tun hat mit dem, ob die gut sind oder schlecht, sondern kann es sein, dass es nur mir zeigt, dass es bereits geöffnet wurde? Weil das war jetzt so meine allererste Intention, das, okay? Die einen sind halt cool, die anderen nicht. Hier gibt es nicht wirklich einen Hinweis. Okay, nein, das heißt nur, dass die schon geöffnet wurden. Nicht, dass die cool sind. Das heißt, die Guten und die, die in die Luft fliegen. Der Hauptpreis geht an den Spieler, der jedes Geschenk öffnet. Ah, okay. Das heißt, wir müssen eigentlich nur schauen, wo noch Geschenke offen sind. Okay, das hier ist genau... Genau... Okay, genau da halt. Dann eines ist bei dem Flugzeug vorm Hangar, hinterm Hangar und in... Ding-Hangar. Okay. Schauen wir mal. Das müsste dann irgendwo hier sein. Was? Okay. Was zum Fick machen wir jetzt auf einmal? Ich dachte, hier ist eins von den Geschenken. Okay, nee, das bringt glaube ich nichts. Okay, hier läuft gerade irgendein Timer. Ameisenbier. Joel, Kumpel. In dem Starkbier, das wir ausschenken, sind keine Ameisen. Das Schild ist nur bloße Show. Vier ist bis Oberkante, Unterlippe zugedröhnt. Woher soll ich wissen, was das Schild bedeuten soll? Wenn du irgendwas findest, das im Bier zappelt, dann fisch es halt raus. Seit wir hier sind, habe ich null Krabbelzeug gesehen. Außer vielleicht Stielaugen-Sterling. Und was ich sicher nicht gesehen habe, waren irgendwelche riesigen ameisenköpfigen Frauen. Irreführende Werbung, wenn du mich fragst. Ich bin unterwegs zum Hangar. Mach die Fässer für mich nachher fertig. Und flipp nicht aus. Maurizio oder Maurico. Oh. Oh. Das Band ist sowas wie ein Beweisstück. Wir könnten im Bau landen. Das ist es wert. Wir werden immer wissen, dass wir Freundinnen sind. Du bist Ehrensponsorin. Stinkreich. Deine Mutter hat fast Dorsys Vater geheiratet. Hey, du bist eine Partnerin. Du musstest buchstäblich jemanden dafür umbringen. Ich meine,
Du hast ganz unten angefangen. Ich liebe dich. Du bist so tapfer. Wie eine waschechte Geschäftsfrau. Und du bist eine Königin. Die Welt ist scheiße. Weißt du das? Du verdienst Besseres. Tust du. Tust du. Wir, Schätzchen, wir verdienen einfach alles. Ah, ich verstehe. Die erste Stelle ist links oben. Es geht los mit 7. Also 7. Okay, ich habe aber verstanden, was es im nächsten Loop zurückkehrt. Oh, Moment, war das schon das? Wald der Wehklage. Moment, das ist der Wald der Wehklage, oder? Was hätte sein können? Du hast ein Geschick ruiniert. Kein Bonus für dich. Moment, hier drinnen wäre das Geschenk. Ah, okay, ich dachte, das wäre... Ich dachte, es wäre nur so, wo sind wir jetzt lang gekommen? Aber nee, das war tatsächlich das. Interesting. Okay. Aber sehr gut zu wissen, auch wenn ich immer noch nicht weiß, warum wir zum Beispiel hier jetzt nicht das machen können. Moment. War das diesen Loop, wo wir das probiert haben? Kann durchaus sein, deswegen vielleicht kann man es nur einmal pro Loop probieren. Wie so ziemlich alle von Charlies Sachen. Oh, und Moment. Eine Frage. Visionär. Nein, nicht visionär Hinweis. Nein, hier. Und zwar müsste es komplex sein. Und zwar... Ah, wo ist das? Hier. Im komplett findet das Aufwachspielchen statt. Die Kisten finden und mitnehmen, was drin ist, klingt einfach, es muss nur schnell genug sein. Es gibt in der Früh im Komplex ein Spiel von Charlie, zum Mittag in Updarm sein Hauptspiel, am Nachmittag in Updarm sein, wo was wir vorher gemacht haben, und am Abend hier in Karlsbucht gibt es auch ein Spielchen. Interesting, das heißt, es gibt zu jeder Uhrzeit ein Spielchen, was wir abschließen können von Charlie. Ausgesprochen interessant. Und jetzt wissen wir, also bei dem Aufwachspielchen noch nicht wirklich, aber sonst wissen wir, glaube ich, schon. Schönheitsschlaf. Ganze 5 Sekunden. So. Damit ist ein weiterer Tag zu Ende. Aber cool, das heißt... Das heißt aber im Komplex in der Früh hinzugehen ist echt nicht so bad, weil wir haben außerdem dieses Aufwachspielchen. Genau, das Karlsbuch hat 2 Arten von Geschenken. Geht dann der, ja, okay. Gut, sehr schön. Und wir haben ein weiteres von den Dingern. Hoffentlich ist das jetzt wirklich besser. Komm. Persönliches Siegel. Du leidest so... Hey, das ist genau dasselbe! Fuck off. Okay, dann nehme ich jetzt sonst... irgendwas anderes noch. Weil waffentechnisch haben wir eh schon alles top gemacht. Ja, dann würde ich sagen, neuer Tag, neues Glück. Ja, wir sind von Ausrüstung her, glaube ich, eh schon ziemlich nice. So ein paar richtig geile Siegel fehlen uns noch und so. Aber ja, ich glaube, dass was wir jetzt machen werden, ist im Komplex Energie umleiten. Und natürlich das Aufwachspielchen werden wir außerdem ausprobieren. Moment. Visionärhinweis von Juliana. RAK.
Generatorstation Energie, Ort auf Black Reef umleiten, wo ich Passwörter finde. Wir waren schon in Abdarm. Nein, wir waren im Komplex waren wir schon. Wir müssen noch nach Abdarm, da weiß ich, wo das Tor ist. Dann müssen wir nach Frosted Rock, da habe ich, glaube ich, auch eine Ahnung, wo das Tor ist, wenn mich nicht alles täuscht. In Karlsbruch weiß ich nicht, wo das Tor... Ah doch, in Karlsbruch ist das scheiß Tor da hinten, wo die Minen liegen. Ja, und dann müssen wir nur noch Charlie und Fia machen. Alright. Na dann... würde ich sagen... das ist doch mal ein Plan. Nächstes Mal geht's im Komplex weiter. Zum einen das Aufwachspielchen... und, die Kisten finden und mitnehmen. Ich muss nur schnell genug sein. Das Problem wird das Finden sein. Das heißt, nächstes Mal geht's direkt explosiv schnell los. Vor allen Dingen schnell, hoffentlich nicht explodiv. Explosiv. Mit dem Aufwachspielchen. Und bis dahin sage ich, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal sage ich tschüss, Leute.